Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enclave. Ja, beim letzten Mal haben wir die Kampagne des Lichts abgeschlossen. Deswegen fangen wir jetzt ein neues Spiel an. Wieder auf Mittel. Ich werde es, obwohl ich so Probleme hatte in der Lichtkampagne, doch nochmal versuchen. Jetzt braucht man einen neuen Namen. Besser nicht Superfax, denn der ist ja schon wieder Lichtkampagne belegt. Nehmen wir mal Evilfax. Denn wir wollen ja jetzt die Kampagne der Finsternis spielen. Und da bin ich erstmal still. Scripted within an ancient tomb which lies hidden beneath centuries of dust in the guarded library of Mechalon is the story of how the Rift was formed. Though most cannot recall a time when the Rift did not divide the Enclave from the Outlands, they were at one time unified. In that time, there were lands which were believed to bear the very essence of magic, for they were lush and prosperous. All who did not hold the secrets of the soil, which were protected by the Pact of Gifuro, coveted these lands fiercely. The great demon, Vatar, knew that with this magic, he would be invincible. He would at last prevail over all. Venomously, he led his army to attack the dwellers of the land to claim it as his own. The battle raged, and the people fell before Vatar's vast army. Victory was so close it could be tasted upon their blackened tongues, as bodies of the defenders lay sprawled about them on the bloodied field. Exultantly, Vatar rose to proclaim his triumph. It was then that disaster struck, in the form of a pathetic little wizard called the Mighty Zael. With a roar of anger and anguish, the wizard slapped his staff into the ground. The world trembled and then cracked, parting beneath Vatar's feet. With an outraged scream, the demon lord plummeted to the depths, to be consumed by the earth he sought to rule. A chasm grew from this powerful blast of magic, wide and longer than any could measure. It was too vast to be traversed, thus separating the people who fought against Vatar forever. The devastation on the faces of the defenders was a small consolation to the Dregatar, as they retreated to pray for Vatar's return. It is said that time heals wounds, and perhaps it is true. For in the centuries after the land was torn asunder, it appeared that magic began to knit them back together. The rift has grown smaller, and can even be crossed in certain locations. Dregatar, driven by an age-old lust for the land that should belong to them, are now raising their hordes, building siege weapons, and preparing for the day when they may take their revenge and possession of the magic lands. On the other side of the rift, the people of Selenheim are strengthening their defenses. They know another war will soon be waged against them. While the armies are being gathered along the border of the rift, the head counselor of Arkmor, Mordessa, is making further preparations. Volunteers are being brought to her for special tasks, and there are rumors about an ancient force about to be awakened, one that has been slumbering for hundreds of years. And it is here that our story begins. Violently shaken from their sleep, the Chosen are taken by hooded figures to an unknown fate. Die Zeit ist gekommen. Ihr seid hierher gerufen worden, um meinen Befehlen Folge zu leisten und eure Untertänigkeit zu beweisen. Ihr solltet euch geehrt fühlen, auserwählt zu sein. Denn wenn ihr meine Forderungen erfüllt, werde ich euch reich belohnen. Wenn ihr jedoch versagen solltet, wird ewiger Schmerz eure Belohnung sein. Eure erste Aufgabe ist es, mir den Kristall von Evresie zu bringen. Er befindet sich in dem Haus, das einst Zorana gehörte, einer früheren Rivalin, die nun tot ist. Das Haus wird jedoch immer noch streng bewacht und es könnte schwierig sein, hineinzugelangen. Aber das ist eure Angelegenheit. Ihr solltet den Kristall in der Bibliothek finden.
Bringt ihn mir. Er wird mir schon bald sehr nützlich sein. Ja, da sind wir nun also. Wir erleben die Geschichte, die wir schon auf der Seite des Lichts erlebt haben, noch einmal, diesmal allerdings aus der anderen Perspektive. Also das spielt nicht irgendwie nach den Geschehnissen, sondern während den Geschehnissen. Es ist halt eine alternative Erzählung. Und man sieht schon, Mordessa ist hier am Leben. Die haben wir ja in der vorletzten Mission der Lichtkampagne getötet, letztendlich. Und diesmal arbeiten wir für sie. Ja, und wir sollen jetzt nach Zuranas Anwesen gehen. Oder zu Zuranas Anwesen, nach Zuranas Anwesen ist ein bisschen falsch, grammatikalisch, aber ist ja egal. So. Zurana war einst eine ehrgeizige Zauberin. Bei dem Versuch, Besitz von einem Dämon zu ergreifen, verwandelte sie sich in diesen. Ihr altes Haus ist nun verlassen, aber eine Zauberin lässt kostbare Dinge selten ungeschützt zurück. Ja, Zurana kennen wir ja schon aus der Lichtkampagne. Gegen die mussten wir antreten, als wir den Stab der Erstgeister geholt haben. Tja, in ihrer Dämonenform. Zuranas Kristall. Gehe in das verlassene Haus und finde den Kristall von Evresi. Kehre anschließend zum Hof und zu Mordessas Portal zurück. Ja, und diese Gestalt, die wir hier spielen, die kommt uns doch auch irgendwie noch bekannt vor, oder? Tja, das ist eine Assassinin, wie wir sie schon sehr oft als Gegner hatten. Und tja, jetzt können wir sie endlich selbst mal steuern. Wir sammeln hier erstmal schön Zeug an. Wir haben eine Armbrust. Wir haben einen Bogen. Und ein Messer. Also man merkt schon, die Assassinin ist im Grunde das Gegenstück zur Jägerin aus der Lichtkampagne. So, jetzt muss ich mich erstmal hier umgucken. Wie das Ganze in der Dunkelheit-Kampagne ablief, weiß ich nicht mehr alles so genau wie in der Lichtkampagne. Deswegen wird das hier ein bisschen, ja, fordernder für mich, da ich halt auch noch ein bisschen gucken muss und suchen und Sachen rausfinden. Aber ich denke mal, das wird euch auch freuen, vor allem, wenn ich dann irgendwie versage und Sachen nochmal machen muss oder so. Das freut die Leute doch immer. So. Ansonsten, vom Gameplay her ist es im Grunde das, was wir bisher auch schon hatten. Wir laufen also rum, kämpfen gegen Gegner, versuchen möglichst viel Gold einzusammeln. Und man sieht, wir fangen wieder hier mit 100 Gold, das wir sammeln können in diesem Level an. Und schauen einfach mal, was wir machen können. So, das ist das Herrenhaus. Und da sieht man schon die ersten Fallen und vor allem Gegner, Geister. Die allerdings nicht besonders stark sind, glücklicherweise. Man kann sie bloß nicht so leicht treffen, das ist ein bisschen ärgerlich, aber das passt hier. Das passt schon. Komm her. Ja, ein Nutzergeist, wobei da sind noch mehr, oder? Ja, da unten ist noch einer. Hier ist auch noch einer. Na, komm her. Hallo. Lass dich treffen. Dankeschön. Ja, der letzte wird schon auftauchen. Ich gucke mich erstmal um. Mach hier schön das Glas kaputt. Denn wir wollen ja wirklich alles Gold finden. Oder ich zumindest, damit ich den Level nicht nochmal spielen möchte. Und das ist hier bei den frühen Leveln in der Kampagne doch eine ganz gute Gelegenheit. So, ganz genau umschauen. Außerdem möchte ich nicht da runter. Da sind Fallen und man hört es ja schon. Und das ist gemein. Ich will da nicht runter. Ja, das Erste, was man sieht, das ist schon ganz offensichtlich, dieser, wie nennt man das denn auf Deutsch? Auf Englisch wüsste ich den Namen, Tripwire. Laufen wir einfach mal durch und toll, es kommen Pfeile rausgeschossen. Das geht ja noch. So. Oh. Achso, ich dachte, das wäre irgendwie eine Druckplattform, die da versteckt gewesen wäre. Das wäre hier natürlich sehr gemein bei dem Nebel, wenn man das dann einfach nicht finden würde. So, hier scheint aber sonst nichts versteckt zu sein. Na gut. Hier haben wir einen Hebel. Damit können wir die anhalten und wir kommen sogar unten drunter durch. Und ich meine, hier wäre irgendwo... Das da ist aber eine Druckplatte. Jawohl, wusste ich es doch. Ja, also man merkt schon, hier sind viele, viele Fallen. Das heißt, wir sollten ganz genau aufpassen, wo wir hintreten und was wir tun.
Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich meine, wir wissen ja mittlerweile ein bisschen, worauf wir achten müssen, was Fallen betrifft. Deswegen passt das schon. Haha. Wunderbar ausgewichen. So. Aber hier sind doch bestimmt noch Gegner, oder? Oh ja, ich erinnere mich. Genau. Nette Skelette, die uns ins Leder wollen. Da hole ich nämlich doch lieber die Armbrust, vor allem wenn sie hier nicht rüberkommen. Kann ich ja in aller Ruhe zielen. Es hilft trotzdem nichts, wenn ich ziele irgendwie. Ich kann einfach nicht mit den Fernkampfwaffen dieses Spiel umgehen. Och man. Ihr seid doch gemein. Na komm her. Es kann nicht wahr sein. Ich verschieße meine ganzen Pfeile und treffe nichts. Geht doch. Na, willst du hier drüber? Genau, komm. Ein Schuss noch. Ein Treffer noch, meine ich. Au, au, au. Geh weg. Machen wir einfach das hier. So. Ich kann euch verraten, das werden nicht die einzigen Skelette bleiben. Wie stellen wir uns denn hier im Nahkampf an? Ja. Ach, so geht's. Wir sollten halt nur aufpassen, weil wir keine Heiltränke dabei haben. Ich meine, wir hatten gar keine Gelegenheit, uns irgendwie auszurüsten. Ja, war ja klar, dass hier noch mehr kommen würden. Ja, aber mit der Taktik funktioniert das ganz gut. Ich meine, wir sind eine Assassinin, wir dürfen solche Taktiken anwenden. Ja, komm. Ich hab euch doch fast. Na los. Wobei, die machen auch nicht wirklich viel Schaden, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob sie mich nicht treffen oder ob sie einfach keinen Schaden machen. Hm. Links oder rechts? Ich bin mir nicht sicher. Ja, hier waren noch irgendwelche Rätsel. Ich erinnere mich dran. Das müssen wir uns erstmal in aller Ruhe angucken. Also die Tür lässt sich nur von der anderen Seite öffnen. Hier haben wir einen Schalter, der vermutlich irgendwas zurücksetzt. Hier haben wir drei Schalter und da sind irgendwelche Zahlen an der Wand. 1, 3, 2, 3. Das probieren wir doch gleich mal aus. Ja, aktivieren wir einfach mal alle. Dann passt das schon. Oh nö. Okay, die beiden sind miteinander verbunden. Au. Wo soll ich denn wissen, welcher der richtige ist? Was? Das ist nur... Moment. Ah, okay. Erst den rechten, dann den linken. Alles klar. Aber... So, gucken wir uns das nochmal an. 1, 3, 2, 3 war das, nicht wahr? Dann probieren wir das doch hier einmal aus. 1, 3, 2, 3. Und es tut sich tatsächlich was. Sehr cool. Ach, aber wir kommen doch noch nicht dran. Wir müssen da erst durch diese Tür durch und dann kommen wir in diesen Käfig rein. Na gut. Oh, hier ist noch was drin. Ein Heiltrank. Sehr cool. Okay. Ja, gut, dass wir das schon aktiviert haben. Noch ein Heiltrank. Das ist natürlich noch besser. Schmetterlinge. Ah. Ja, da sind Druckplatten, auf die ich nicht drauf treten sollte. Aber da sind noch Gelddinger versteckt. So, ich drehe trotzdem mal drauf. Genau, und dann feuern ein paar Pfeile raus. Alles nichts, also nichts, was man nicht irgendwie ausweichen könnte. Alles kein Problem bisher. Oh, das sieht anders schon wieder aus. Was bist du denn? Ein Schatten. Ist vermutlich ein bisschen stärker als so ein Geist, oder? Oder auch nicht. Hm, wo kommen wir hier raus? Kommen wir hier zufällig? Das könnte die Tür sein. Ah, durch die wir... Das könnten Skelette sein, die hier rauskommen. Okay, ich kann sie nicht irgendwie provozieren. Ich habe ein bisschen Sorgen. Na, zumindest können wir jetzt... Und es geht runter. Genau dafür ist... Der doch nicht da. Keine Ahnung, wofür der Hebel gut ist. Habe ich da irgendwas verpasst? Nö. Naja, gut. Da konnten wir doch einfach entkommen. Vielleicht war die Tür einfach abgeschlossen. Wir mussten den Hebel betätigen, um sie wieder aufzumachen.
Aber wir haben es ja geschafft, von daher alles kein Problem. Es ist ja auch nur der erste Level. Da erwartet einen noch nicht irgendwas ganz besonders Schweres oder Gemeines. Das ist für die späteren Level aufgehoben. Ach ja. So, hier im Wasser scheint nichts zu sein. Dann können wir mal den... Na? Ah, okay, so komme ich hoch. Den Checkpoint aktivieren. Oh ja, na, ist klar. Noch mehr Skelette. Ist ja gut, dass ich die Heiltränke gefunden habe. Aber wenigstens sind es nur zwei. Da könnten noch zwei weitere spawnen. Wahrscheinlich tun sie es auch gleich. Ja, das eine ist schon gespawnt. Sehr geil. Na kommt. Na kommt. Ich habe nur einen Dolch, ihr habt Äxte. Also irgendwie seid ihr schon ein bisschen im Vorteil, oder? Und trotzdem kriegt ihr hier die Hucke voll. So. Aber es irritiert mich, dass das Skelett noch nicht gespawnt ist. Ich sollte auf meinen Rücken achten. Was haben wir denn hier Schönes? Ich wusste es doch. Komm her. Du musst jetzt bitte sterben, denn du bist ein Hindernis auf meinem Weg. Und wenn wir unsere Aufgabe nicht erfüllen, dann wird Mordessa ziemlich stinkig sein. Und das möchte ich wirklich nicht. Nein, 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 nein. Das ist eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee. Deswegen werden wir auch weiter hier in diese Tiefen hineingehen. Da unten sind noch zwei Goldsäcke. Wow, das war knapp. Mein Charakter ist nicht gesprungen. Die möchte ich natürlich haben. Warum auch immer hier irgendwie Lava ist in diesem Haus. Hm. Scheint schon eine krasse Zauberin gewesen zu sein, wenn sie irgendwie Nutzen für Lava hatte. Interessant. So, jetzt ganz vorsichtig, damit wir nicht irgendwie runterfallen. So, und jetzt fährt der Aufzug runter in die Lava, genau. Das wäre es noch. So, als kleine Falle. Hm. Was haben wir denn hier? Ah, noch mehr Skelette. Nichts, was wir nicht schaffen würden. Aber ich kann es kaum abwarten, bis wir bessere Waffen haben. Und vor allem andere Charaktere, mit denen wir dann auch gut kämpfen können. Gold. Schön. 10 fehlen uns noch. Das heißt, der Level wird auch nicht mehr besonders lang sein. Vermutlich. Ah. Erstmal die Schatten erledigen. So, an die Bibliothek erinnere ich mich auch noch ein bisschen. Hier müssen wir aufpassen. Denn die Bücherregale fallen um. Oh Gott. Da hätte ich vielleicht drauf achten sollen. Haha. Das sieht irgendwie cool aus. Es erinnert mich ein bisschen an Ultima 7. War das Ultima 7 mit diesem Kopf? Da gab es doch auch so ein komisches Viech, das die Welt angegriffen hat. Hm. Ich weiß es nicht mehr. So. Hallo? Nimmst du es bitte mit? So, wir haben... Oh Gott. Oh Gott. Ja, wir haben den Kristall eingesammelt und das Fluchtportal hat sich aktiviert. Jetzt fehlen mir allerdings noch 10 Gold. Ich hoffe, es kommen irgendwie noch Gegner, die das Gold bei sich haben. Los, schalte mal den Schatten aus. Dankeschön. Hoffe ich wirklich. Ah. Okay. Schauen wir mal. Können wir nicht theoretisch... Theoretisch könnten wir hier runterspringen, aber ich mag den Fallschaden nicht riskieren. Deswegen gehen wir den normalen Weg zurück. Ich meine, wir haben ja auch Zeit. Es eilt ja nicht. Wir haben den Kristall bereits gesammelt. Wir müssen nur wieder zurück und halt irgendwie noch ein bisschen Ausschau halten, ob wir nicht doch noch irgendwo sonst ein bisschen Gold übersehen haben. Nicht viel, 2 Säckchen. Das wird mir auch schon reichen. Vielleicht in der Lava? Hm, nein. Das werde ich definitiv nicht ausprobieren. So, Gegner. Gegner, hallo. Gegner. Niemand da? Das ist aber schade. Vielleicht hier? Ja. War doch klar, dass die irgendwann erwachen würden, oder? Naja, ich meine, wir haben... Oh, wir haben gar keinen Heiltrank mehr. Na gut, hatte ich den schon verbraucht, aber ich meine,
Das ist, wenn wir jetzt nicht mit voller Lebensenergie rausgehen, alles kein Problem. So, ihr lasst mir doch bestimmt auch Gold fallen, oder? Nein? Seid ihr nicht so nett? Ah, du warst nett. Alles klar, wunderbar. Können wir hier zufällig irgendwo... das scheint nicht der Fall zu sein. Aber da sind ja noch zwei weitere Totenschädel. Na, kommt. Hab ich erwartet. Moment, machen wir das mal anders. Ich mach mal so ein paar Pfeile drauf und dann... werden wir schon treffen. Naja, das ist schon in Ordnung. Wir müssen ihn noch ein bisschen weiter aufziehen. Ich hatte den nicht bis zum Anschlag durchgezogen. Aber wir können dabei sogar laufen. Das finde ich gut. Sehr schön. Und damit haben wir auch volles Gold. Ach, das ist gut. So fängt die dunkle Kampagne doch wunderbar an. Ich glaube, irgendwie ist wunderbar eins meiner Lieblingswörter. Das benutze ich so oft in letzter Zeit. Vor allem in dem Let's Play hier habe ich das Gefühl. Egal. Wir haben unsere Mission erfolgreich erfüllt. Alles Gold. Und dieses Portal hier, dieser Käfer gekreuzt mit einer eisernen Jungfrau, auch wenn das nicht besonders vertrauenserweckend aussieht, das ist unser Portal zurück zu Mordessa. Damit können wir unseren Rückweg antreten und dieses Herrenhaus hinter uns lassen. Deswegen gehen wir einfach mal da durch. Mission geschafft. Es wurden 100 von 100 Goldstücken gefunden. Für das Stehlen des Kristalls belohnt Mordessa dich großzügig. 10 Goldstücke als Belohnung erhalten. Wow, Mordessa, du bist wirklich so großzügig. Ach, das finde ich aber toll von dir. Na gut. Eine neue Mission freigeschaltet. Beseitige Markus im Dorf Celadia. Wir haben einen neuen Gegenstand. Leichte Armbrust. Kurzbogen. Einfacher Dolch. Ich toleriere kein Versagen. Ich habe eine weitere Aufgabe für euch. Es gibt da einen Händler namens Marcus. Er ist eine Plage. Er spioniert uns nach und versorgt die Enklave mit Waren und Informationen. Ich werde das nicht länger tolerieren. Ihr werdet ihn finden und loswerden. Das Artefakt, das ihr hergebracht habt, besitzt große Macht. Ich glaube, dass nicht einmal Seelenheim oder die alten Zauberer von den vergessenen Portalen im Reich wissen. Mit diesem Kristall kann ich euch an jeden beliebigen Ort entsenden. Sobald ihr eure Aufgabe dort erledigt habt, öffne ich ein weiteres Portal für eure Rückkehr. Ich werde euch beobachten. Jo, das scheint ja ziemlich praktisch zu sein, die Sache mit den Portalen. Könnte uns noch zum Nutzen werden. Tja, da waren wir zu Ranas Unterschlupf. Ja, wie es dann weitergeht im Dorf Celadia, das wir ja bereits aus der Lichtmission kennen, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen, denn ich mache nur eine Folge, ein Level pro Folge. Eine Folge pro Level, kann man auch so sagen. Naja, nicht ganz. Bisher in einem Level musste ich 2 Folgen machen, aber irrelevant. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Deswegen müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber wie es dann weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut.